Am 29. Mai trafen sich 151 Radathleten zur 21. Auflage des Radklassikers Wiener Neustadt Lassnitzhöhe. Dieses Jahr haben wir uns vorgenommen, die Runde etwas zu verlängern. Im vorigen Jahr haben wir 8 Kilometer den Rundkurs über Lassnitzhöhe und im heurigen Jahr sind es 17 Kilometer, etwas anspruchsvoller für die Fahrer und etwas Erleichterung für den Veranstalter, da die Fahrer nicht so schnell durch das Ziel durchkommen und unter fließender Verkehr durch Lassnitzhöhe aufrecht bleibt. Das Rennen zählt zur Cibo-Top-Radliga, welche in der Einzelwertung von Florian Bissinger angeführt wird. Ja, in erster Linie freut mich das natürlich, als Führender beim Cibo Cup ins Rennen gehen zu dürfen. Wir haben sogar die ersten zwei Plätze, der Peter ist noch Zweiter. Mei, das gilt es natürlich heute zu verteidigen, wir haben eine große, gute Mannschaft dabei. Nichtsdestotrotz ist das Rennen brutal stark besetzt. Perodnina aus Slowenien ist da und noch einige andere starke ausländische Mannschaften. Und es wird ein hartes Rennen mit 180 Kilometern und den ein oder anderen Berg. Aber ich denke, wir sind gut aufgestellt, das Trikot, wenn möglich, zu verteidigen. Ja. In der Mannschaftswertung liegen die Welser vorne und auch das weiße Trikot des besten U23-Fahrers trägt ein Gourmet-Feinfahrer. Jan Sokol möchte seinen Spitzenplatz auf der 180 Kilometer langen Strecke verteidigen. Wir versuchen es auf jeden Fall. Der Kurs ist schwer. Ich meine, es ist schon noch etwas, das mal liegt, aber es wird auf jeden Fall nicht einfach werden, das Trikot heute zu verteidigen. Bei diesem Rennen heißt es für die 6 Kontinentalteams auch wieder Punkte sammeln für die Rundfahrtqualifikation. Peter Bichler hat bereits eine lange Erfahrung im Radsport und 1993 dieses Rennen bereits gewonnen und hat daher auch sicher eine gute Taktik für dieses Rennen. Nein, eigentlich spezielle Taktik gibt es keine. Immer volle Tube. Wir müssen schauen, dass wir 3 Leute vier bringen. Österreich, Rundfahrt, Qualifikation geht bevor natürlich, für alle 6 Mannschaften extrem wichtig. Und wir müssen schauen, dass wir eben 3 Leute im vorderen Feld eben immer haben, dass immer Leute präsent sind, immer dabei sind. Wenn attackiert wird, dass wir sofort reagieren. Und es gibt keinen Funk mehr, wir müssen sie da so zusammenreden. Und ich hoffe natürlich, dass sie im Schein bleibt, dass wieder ein gutes Wetter bleibt, nicht so wie die letzten 2 Rennen. Und dann ja, hoffen wir auf eine gute Platzierung. Die Strecke hat einige Anstiege und da sollten sich die Tiroler doch wohlfühlen. Es kommt natürlich unserer Mannschaft zugute, wir sind alles Bergfechsen und freuen uns auf dem Klassiker Wien Lassnitzhöhe. Rapso hat zwar nicht den Druck mit der Rundfahrtqualifikation, da sie kein Kontinentalteam sind, aber für die Cibo-Top-Radliga brauchen die am 8. Rang liegenden Steirer Punkte. Uns einfach einmal bis zum Wechsel mitkommen, ganz einfach mitfahren und dann durch die schwierigen Hügel in der Oststeiermark dabei bleiben. Und die Schlussrunden sind natürlich auch ziemlich schwierig und anspruchsvoll. Dort einfach schauen, was wir noch drinnen haben, versuchen in einer Gruppe dabei zu sein und dann einfach schauen, was sie ergibt. Letztes Jahr stellten die Slowenen von Perutnina den Sieger und dieses Team hat auch heuer wieder ein gutes Rezept. Ja, werden wir sehen, was mit dem Wind wird. Normalerweise soll alles zusammenbleiben bis Schlussrunden und ja, dort werden wir probieren zu attackieren und das Beste zu machen. Eine Taktik, die wieder einmal voll aufgehen wird, aber jetzt heißt es erst einmal starten und die Ausfahrt des Fischerpark bewältigen. Die 46 Kilometer bis zum Wechsel geht es meist geschlossen dahin. Einzelne Ausreißversuche enden schnell wieder, denn der Wind verlangt Teamarbeit. Motiviert muss ich wieder sein. Wir sind heute auf Sieg gefahren und hoffentlich kommt das Beste raus. Ja. Heute muss ich wieder werden und dann der Wechsel. Die Bergwertung am Wechsel holt sich der Slowake Robert Nagy vor Bostan Retzmann. Dann geht es weiter Richtung Gleisdorf. Das Feld wird von Gourmet Fein Wels angeführt. Starzengruber versucht sich nach vorne abzusetzen, doch auch dieser Ausflug endet schnell wieder.
Der Tscheche Jan Wolf startet mehrere Versuche und setzt sich dann solo für 50 Kilometer mit einem Vorsprung von bis zu 2 Minuten vom Feld ab. Das Feld wird nun von Radland Tirol angeführt. Vor dem Anstieg nach Lassnitzhöhe bei Rennkilometer 123 schwindet der Vorsprung des Tschechen und das Feld zieht geschlossen den Berg hinauf. Vorne die Tiroler und Gourmetfein und mittendrin Hans-Jörg Leopold von Bundesteam. So geht es nach 3 Stunden Fahrt rasant Richtung zweite Bergwertung. Jakob Gratuchwiller vom Team Gebrüder Weiß-Oberndorfer zieht links vorbei und holt sich diese Bergwertung vor Schöffmann Martin von Viperbike. Schöffmann ist am Schluss auch der aktivste Fahrer dieses Rennens. Geschlossen kommt das Feld in Lassnitzhöhe an, vorne Team Radland Tirol und Gourmetfein Wels. Jan Sokol setzt sich in Begleitung von Lukas Böstelberger ab. Die beiden können den Vorsprung nicht ausbauen und nach wenigen Minuten schließt das Feld wieder auf. Jetzt geht es den steilen Anstieg zurück nach Lassnitzhöhe. Das Feld etwas langgezogen, aber geschlossen. So geht es nun in die zweite von 3 17,3 Kilometer langen Runden. Am Berg kurz vor Lassnitzhöhe setzt sich eine Dreiergruppe mit Gaugel, Golser und Leopold ab und gehen als Erster in die letzte Runde. Das Feld folgt mit 11 Sekunden Abstand. Die Führungsarbeit leisten Gaugel und Leopold. Golser schont sich für den Zielsprint. Dann die Meldung über einen Sturz, darin verwickelt Schöffmann und Breidler. Aufgrund der Österreich-Rundfahrt-Qualifikation musste Schöffmann wieder in das Feld gebracht werden, was seinem WSA Viperbike Kärnten-Team auch gelingt. Breidler vom Tirol-Team muss das Rennen hingegen aufgeben. Gaugel, der bis jetzt die anstrengende Führungsarbeit übernommen hat, kommt als Erster die letzte Steigung herauf. Und nun setzt Golser seine Kraftreserven ein und sprintet auf den letzten Metern nach vorne. 4 Stunden 26 Minuten und 30 Sekunden waren sie unterwegs. Dritter wird Harald Dotschnik von Tirol Radland Tirol. Die großartige Leistung des U23-Fahrers Florian Gaugel wird mit dem 2. Platz belohnt. Also das Rennen war, über den Wechsel ist sehr schnell gefahren worden. Da haben wir ein bisschen die Luft draußen und ist eigentlich bis Lassnitzhöhe mehr oder weniger gebummelt worden. Und dann auf die Schlussrunde war es sehr hektisch und ist jede Runde attackiert worden. Und 2 Runden vor Schluss haben wir uns gerade beim Zielanstieg zu dritt absetzen können. Und ja, das Finale ist nachher leider nicht ausgegangen für den Sieg. Ich habe alles von vorn fahren müssen und ja, hat nicht ganz gereicht, vielleicht nächstes Jahr. Das Führungstrikot des besten U23-Fahrers bleibt bei Jan Sokol, der bei diesem Rennen auch ständig vorne dabei war, doch als 19. die Ziellinie querte. Ja, die letzten Jahre, ich habe im letzten Jahr viel gearbeitet, das ist sich beim Cup oft unglücklich nicht ausgegangen, dass ich in die Punkte gefahren bin. Jetzt waren auch viele Rennen, die mir gelegen sind, in Heimburg zum Beispiel, das Windrennen. Und ich bin auch stärker geworden, dass ich bei so einem Rennen auch regelmäßig in die Punkte fahren kann, wenn auch nicht ganz vorne leider. Ja, es ist, hat letztes Jahr auch schon ab und zu richtig gut geklappt, hauptsächlich im Ausland, ob es im Iran war oder in anderen Ländern, die ein bisschen weiter weg sind. Jetzt freut es mich natürlich, dass es auch mal, sage ich mal, in Anführungszeichen in der Heimat richtig gut läuft. Heute wieder vorne mit reingekommen, ich denke sogar die Führung ein bisschen ausgebaut. Das freut mich natürlich, auch fürs Team und für das große Highlight in der Saison sieht es auch nicht schlecht aus, der Ö-Tour. Und das hat heute schon passt. Zwar hartes Rennen, bei schönem Wetter, absolut schöner Radsporttag, hat Spaß gemacht. Florian Bissinger kommt als 6. ins Ziel und hat auf seinem Cibo-Dobratiger-Konto nun 540 Punkte. Homolka liegt mit 392 Punkten auf Platz 2 in der Teamwertung unverändert, Gourmetfein vor Gebrüder Weiß-Oberndorfer und Viperbike. Das Rennen der 6 heimischen Kontinentalteams um die 4 Startplätze für die 63. internationale Österreich-Rundfahrt bleibt weiterhin spannend. Die ersten beiden Plätze von Gebrüder Weiß-Oberndorfer und dem Tirol-Team sind einzementiert. Dahinter bleibt auch alles beim Alten, allerdings konnte sich WSA Viperbike Kärnten etwas von der viertplatzierten Mannschaft Wels Gourmetfein absetzen.
Auf Rang 5 liegt das Team Vorarlberg, das allerdings den Rückstand auf die Welser auf einen Punkt reduzieren konnte. Es bleibt also spannend. Eines steht jedoch leider fest, der Radklassiker Wiener Neustadt Lassnitzhöhe ist mit der 21. Auflage Geschichte. Die Zukunft des Klassikers sieht es nicht rosig aus. Wir veranstalteten jetzt das 21. Mal den Radklassiker Wien Lassnitzhöhe. Die Veranstaltung wird in der nächsten Zukunft nicht mehr zu finanzieren sein für die Sicherheit der Fahrer und der Absperrung. Wir haben uns vorgenommen, dadurch, dass wir im heurigen Jahr einen 70 Kilometer Rundkurs geschaffen haben, diesen Rundkurs für die Zukunft, für die Gibotab Radliga zu schaffen und in Lassnitzhöhe Attraktionen darzubringen.